Hallo, liebe Karina. Hallo, ihr Lieben da draußen. Wir wollen heute ein bisschen drüber sprechen, über Sprich mit den Entitäten und wie die geistige Welt alles verändern kann. Und liebe Karina, du warst ja bei mir bei Sprich mit den Entitäten im 2,5-Tageskurs. Und ja, ich würde dich heute einfach gerne so ein bisschen dazu befragen, wie es war und was dich eigentlich dazu bewegt hat, in so einen Kurs zu gehen. Magst du darauf vielleicht mal eingehen? Sehr, sehr gerne. So geht man in einen Geisterkurs und warum will man mit Geistern sprechen? Also vorweg kleine Geschichte. In meinem Teenie-Alter hatte ich ja diesen Zugang, oder den Zugang hat jeder, auch ich hatte ihn. Und es ist dann einfach mit der Zeit, hat man gewisse Dinge gehört, gesehen, wie auch immer. Und das war dann so, okay, ich weiß, es gibt's, aber ich will damit nichts zu tun haben. Das war meine Einstellung dann und ja, und dann vergingen die Jahre und dann kam Access Consciousness und dein Foundation-Kurs. Und da gibt es ja auch schon einen kleinen Part von Entitäten. Und das war ziemlich spannend. Ich glaube, wir haben das am ersten Tag durchgemacht und dann war meine Nacht ziemlich spannend mit Entitäten. Und ich denke mal, nein, ich wollte mit dem ja eigentlich nichts mehr zum tun haben. Ja, und dann kam es so, dass du dann eben erzählt hast, dass du eigentlich das Monat drauf einen Entitätenkurs hast. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist einfach dieses richtige Gefühl, kennst du das, wenn man sagt, oh ja, das fühlt sich jetzt voll stimmig an. Ja, oder mehr dieses Jetzt oder Nie, das kenne ich sehr gut. Ja, so, ich muss mich dem jetzt stellen oder ich mache es eh nie. Und das mag sich ja nicht immer leicht anspüren. Also, das kann auch super unkomfortabel sein, oder? War es für dich Definitiv. unkomfortabel oder war es für dich so, yay? Ja, man ist so quasi, also in der Nacht, wo das dann eben war, und da waren Leute, also das ist wie wenn der Kanal dann wieder geöffnet worden ist, von dem ich immer gesagt habe, nein, ich möchte nichts sehen, ich möchte nichts hören. Und das war so, okay, ich darf damit umgehen oder ich möchte auch damit umgehen können, weil ich kann nicht so weitermachen. Ich habe gesagt, wenn er jetzt jede Nacht so wird, na dann gratuliere. Und das war, nein, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und das ist genau das, was wir dann gelernt haben, auch in dem Entitätenkurs. Und das ist ziemlich cool, weil es wird wirklich, wie viele Geschichten erzählen wir uns? Was glauben wir, was wahr ist? Oder nicht nur, was wir uns erzählen, sondern was uns unsere Eltern erzählt haben, weil sie vielleicht Angst gehabt haben davor. Du meinst all diese Lügen über Entitäten und dass das alles super scary und spooky ist und das Fass darf man auf gar keinen Fall aufmachen. Definitiv. Und auch, dass Entitäten durchweg schlecht sind, dass man Angst haben muss davor. Und das war dann für mich so der Game Changer, eben auch im Foundation eigentlich schon, auch wenn das nur eine Seite war, aber das war so, okay, wow, da gibt es noch so viel mehr, ja. Und das, und dann vor allem auch die Werkzeuge, also nicht nur der Kurs, sondern auch die Werkzeuge, die man dann danach auch anwenden kann, ist Im halt Talk to the wahnsinnig cool. Entities, Im Talk to the Entities, ja. Und auch du hast eine super Gruppe danach, ja, wo wir uns immer wieder austauschen können, wo wir, also Lives, wo wir uns treffen, wo wir Übungen durchführen aus diesem Manual. Und das ist halt dann schon was, das ist was ganz was anderes. Es war einfach für mich eben dieser Game Changer, ja, eine andere Sicht auf so viele Dinge zu bekommen und eben auf die geistige Welt, vor dem ich eben gewusst habe, dass das gibt, aber dann nichts mehr davon hören wollte, weil ich einfach nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und dann eben diese Werkzeuge zu bekommen, das hat für mich was Lebensveränderndes gehabt. Wow, das ist voll schön, dass du das sagst. Und ich weiß ja von dir, du hast ja dann straight alles weitergemacht. Also du warst ja dann in der Intermediate Talk to the Entities, du warst in der Advanced Klasse von Talk to the Entities. Du hast ja wirklich dann das volle Programm gemacht. Ich finde es voll spannend, weil in dieser Realität, eben wie du schon richtig gesagt hast, die meisten fürchten sich vor Entitäten. Und die meisten vergessen aber, und ich glaube, das ist auch so ein Game Changer in dem Kurs, hey, du kannst ja mit diesen Entitäten kooperieren. Eben, es sind nicht alle schlecht, das ist so wie mit Menschen, ja, du gehst ja auch nicht, du fürchtest dich ja auch nicht prinzipiell jetzt vor Menschen, weil da könnten ein paar nicht so Beitragende dabei sein, ja, sondern du gehst ja auch raus in die Welt und du kooperierst mit ihnen und sie sind sogar ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens, würde ich sagen, Menschen, ja. Und genauso kannst du es ja auch mit Entitäten sehen. Und genauso können dir eben Entitäten ja in vielerlei Hinsicht beitragen. Definitiv.
Ja, da ist so viel mehr möglich, als man glaubt, dass möglich ist zu diesem Zeitpunkt. Und so wie du gesagt hast, es ist wirklich wie die Tierwelt, wie die Pflanzenwelt, wie die Menschen generell, gehört auch die geistige Welt dazu. Und mir war es, ich glaube, immer schon bewusst, aber wie gesagt, ich habe mich immer davor verschlossen, weil da gibt es so viel. Oder nimm her Horrorfilme. Wie viele schauen sich Horrorfilme an und haben dann mega Angst, weil Entitäten als was Schlechtes hingestellt werden. Und dann will man sich keinen Horrorfilm mehr anschauen, dann hat man Angst im Dunkeln. Ich kann mich noch erinnern, ich habe immer Angst im Dunkeln gehabt, wie ich ein Kind war, ja, weil ich einfach so viel wahrgenommen habe, aber keiner gewusst hat, wie man damit umgeht. Das bildet da ja nur ein. Das Also ist ja auch einfach, ein Blödsinn. ja, genau. Und einfach dann diese Fähigkeiten wieder einfach auch anzuerkennen, dass da was war, dass man sich einfach davor verschlossen hat. Also kann man sich auch wieder dafür öffnen. Und deswegen finde ich den Kurs einfach so mega geil, weil man da so viele Tools an die Hand bekommt. Und das ist so super, dass du das sagst, weil diese Tools sind eben so, so magisch und dynamisch. Und das Coole ist ja, du hast ja dann nachher diese Tools, du kannst ja mit ihnen arbeiten. Also selbst wenn jetzt dein Muskel ein bisschen untrainiert ist, was die geistige Welt betrifft, kannst du den Muskel trainieren und du kannst ihn mit diesen Werkzeugen trainieren. Und das sind Werkzeuge, die kannst du im Alltag integrieren, ja, das ist jetzt nichts Aufwendiges, wo du 3 Stunden irgendwo meditieren musst, um einen Zugang zu dieser geistigen Welt zu bekommen, sondern es geht so, zack, 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 Ja, zack, es kann ja. so leicht sein, ja. Ich erinnere mich noch, ich hatte den Kurs ja bei dir und ich glaube, einen Monat später oder so bin ich dann nach Thailand geflogen, nach Khao Lak, wo ja der Tsunami war. Und ich kann mich noch erinnern, also das war Wahnsinn, was ich da dann alles wahrgenommen habe und wo ich aber auch ein Beitrag sein habe dürfen, weil ich bin wirklich jeden Tag um 6 aufgestanden und habe Entitäten geklärt, weil da hat es nur so gewurdelt, sagt man. Ja, da war so viel los. Ja, und ich habe mir gedacht, hey geil, was kann ich da einfach auch verändern? Ja, wir alle, die Werkzeuge anwenden dann. Wir Wow. können so ein Beitrag sein für die geistige Welt auch. Und wenn ich mal in der geistigen Welt bin, würde ich mir ja auch wünschen, dass jemand das dann für mich tut, vielleicht. Also, wie leicht Ja. kann das gehen? Es wäre ganz nett, sollten wir tot sein und nicht so ganz im Bewusstsein und so als Geist abhängen irgendwo in so einer Zwischenwelt. Wäre es ganz nett, wenn uns irgendwer erhört und uns ein bisschen einen Schubs gibt und uns facilitiert tatsächlich. Weil Genau. es ist, was du gemacht hast, ist, du hast Entitäten facilitiert. Ja, und du hast sie in dieser Realität gesprochen, ins Licht geschickt. Und das ist ein riesiger Beitrag. Ja. Und wie viele Entitäten gibt es, die einfach so abhängen und nicht wissen, dass sie in so einer Zwischenwelt sind und haben keinen Zugang dazu, dass sie eine andere Wahl treffen können, dass sie keinen Körper mehr haben, etc. etc. Und das ist wirklich so ein Beitrag und so ein Geschenk. Ganz, ganz viele Dinge. Ja, also man glaubt es auch nicht, ich hatte mal Halsschmerzen und dann bin ich eben auch in diese Kommunikation reingegangen und das war wirklich so, dass dann eine Entität gesessen ist, ja. Aber ohne, dass man Angst haben muss oder so, das kann so aufgelöst werden. Ne? So einfach sind die Tools, ja. Also das ist halt dann echt cool, wie auch der Körper darauf reagiert, auch wenn man es nicht sieht. Man sieht ja auch kein Bluetooth und trotzdem ist da. Naja, ist ja so. Ich verwende es ja trotzdem und nutze es, ja. Und auch wenn ich die geistige Welt, also ich persönlich, kann sie nicht sehen, aber ich nehme sehr viel wahr und fühle es. Und das kann jeder. Jeder hat so einen Kanal. Also einen Kanal für die geistige Welt, wenn man sich dafür öffnet. Also da gibt es nicht nur die einen oder es gibt nur Auserwählte. Es kann jeder lernen. Es sind tatsächlich unsere natürlichen Fähigkeiten. Ja. Und was es nur so schwierig macht, den Zugang zu der geistigen Welt, sind eben diese Ansichten drauf, diese Bewertungen drauf, das, was wir eben gelernt haben in der Kindheit, dass es was Schlechtes ist, dass die alle böse sind, dass du Angst haben musst, dass sie machtvoller sind wie du. Das ist auch etwas, was wir lernen, ja, dass sie machtvoll sind, dass sie machtvoller sind wie wir und wir sollten das lieber ignorieren und stehen lassen, weil es könnte ja sein, dass es sonst überhand nimmt und sie uns irgendwie, ich sag's jetzt mal ganz plakativ, töten, ja. Und das finde ich eben auch so cool, wenn man nicht nur Tools an die Hand bekommt im Kurs, sondern du auch wahnsinnig viel klärst. Also klärst.
Ja, also von den Clearings, die drinnen sind, bis dazu, wenn man Fragen hat, wo man drauf eingeht, wo du wirklich auch persönlich facilitierst. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja. Weil ich kann mir natürlich viel anhören über die geistige Welt, aber was ist dann meine Wahrheit? Und deswegen finde ich das wieder so cool in dem Kurs, wie du das dann machst, dass du eben persönlich drauf eingehst. Ja, danke schön. Ja, es ist sozusagen auch ein persönliches Coaching, weil ja, wir klären die Ladungen von den Teilnehmern, wenn irgendjemand eine Frage hat oder irgendwas hochbringt. Und ja, man kennt das ja eh bei sich selbst. Wir haben oft sind wir die, die uns ja, also wir stehen uns ja selbst meistens im Weg. Und unsere eigenen blinden Flecken erkennen wir ja oft nicht. Ja, wir kennen sehr schnell bei anderen, aber nicht unbedingt bei uns. Und das finde ich dann einfach wichtig in so einem Kurs, gerade wo es ja darum geht, dass du dich öffnest, dass energetische Ladungen weg sind, dass Bewertungen und Ansichten weg sind. Und ja. Danke. Genau. Ja, und wie würdest du sagen, wie hat so, ich meine, das Beispiel mit Thailand war eh schon ganz cool, aber wie hat so deinen Alltag beeinflusst vielleicht auch? Also was hat sich so im Alltag geändert? Abgesehen davon, dass du jetzt keine Angst mehr hast, Gott sei Dank. Es ist viel leichter und ich bin viel schneller in der Kommunikation, dass wenn, egal was es ist, wirklich egal, ob es jetzt was Körperliches ist, wenn es irgendwas ist, was mich vielleicht aufregt, wenn irgendwas generell, was ich wahrnehme in der Welt, sogar da nutze ich diese Tools, weil wir viel mehr glauben, also anders, wie es schwirrt viel mehr herum, was, oder es ist viel mehr da, als wir glauben, dass da ist, was, dass das mit Identitäten zu tun hat. Also am Anfang war mir das nicht bewusst, was ich alles mit Identitäten machen kann. Unter Anführungszeichen. Und da kommt der Alltag wieder dazu, weil du kannst das für alles anwenden. Ich wende es auch an, wenn ich irgendwo hinfahre und jetzt irgendwas klären möchte, jetzt ein Raum oder ein Haus oder irgendwo, wo ich halt nicht oft bin, wo ich nicht weiß, was da vielleicht war, sogar da nutze ich es. Also es ist wirklich, es sind auch Alltagstools, so wie du sagst, die nicht schwer anzuwenden sind. Es kann so einfach sein. Ich habe mit dem auch im Urlaub geklärt, die Räumlichkeiten. Ne? Wenn ich noch im Flieger gesessen bin, habe ich mich mit der Räumlichkeit verbunden, ne? Und das, was da herumschwirrt, sogar das habe ich gemacht. Also es kann so einfach gehen im Alltag. Wow, das ist schön, dass du das sagst. Und eben, du kannst es ja jetzt Entitäten nennen, sprich geistige Welt, Geister, whatever. Du kannst aber auch sagen, du nimmst Energieformen wahr. Und überall sind Energieformen. Alles hat eine Energieform. Eben, du gehst in ein Haus rein und du spürst, hat das jetzt, fühlst du dich da wohl oder fühlst du dich unwohl? Ist hier irgendetwas, ja? Und das alleine ist schon Entitätengewahrsein und das ist so, so cool und damit kann man eben schon arbeiten. Deswegen, also mein Alltag hat es total bereichert, in jeglicher Hinsicht. Weil man dann viel, ja, man ist viel mehr bei sich, weil der Zugang dann ganz anders da ist Ja, durch das und es ist Ganze. einfach schön, wenn man sich überall Leichtigkeit kreieren kann, Ja, wo voll. vielleicht keine ist und es aber nichts jetzt mit dir persönlich zu tun hat, sondern eben, du nimmst einfach nur irgendetwas wahr, was da vor sich ging oder geht und dann hast du diese Werkzeuge. Voll. Ja, und kooperierst du auch mit Entitäten? Also so nutzt du sie in deinem Business, für deine Geldrealität? Immer mehr, sagen wir Immer. so. Am Anfang, wir haben es ja gelernt, am Anfang ist es dann immer so, dann hat man ganz, ganz viele Dinge an der Hand. Und das kommt dann alles, also jetzt immer mehr, dass Ja. ich eben das mit Kooperieren mit eingehe. Also da habe ich jetzt, kann ich noch kein Beispiel sagen, weil ich jetzt gerade eben am Ausprobieren bin. Und aber vielmehr dieses eben, dieses Klären und ja, dieses Kommunizieren auch. Ja. Und weil du gesagt hast, dir war am Anfang gar nicht so bewusst, was man alles mit Entitäten machen kann. Was ist dir denn da bewusst geworden, was man eben alles mit ihnen machen kann? Alles. Ich würde sagen immer, okay, wie kläre ich Entitäten oder wann wende ich es an? Immer. Immer und überall. Also das ist das Erste, wo ich dann eben in die Frage reingehe, ob da eine Entität zum Beispiel nimmt. Egal, ob es jetzt was Körperliches ist, ja. Egal, ob das jetzt bei mir im Unterricht ist. Also wenn ich unterrichte bei den Kindern. Also ich nehme da wirklich so viel wahr jetzt. Und kann, also das gibt so, ja. Alles? Da ist fast nichts davon ausgenommen, meiner Meinung nach. Also ich Ja, wüsste stimmt. nicht was. Es war wirklich dieses,
Du kannst halt sie klären, wenn sie kein Beitrag sind. Du kannst mit ihnen kommunizieren, wie du es schon angesprochen hast. Du kannst mit ihnen kooperieren in all deinen Lebensbereichen, egal ob das jetzt Geld ist, finanzielle Realität eben, ob das Intensitäten sind im Körper, Schmerzen, Krankheiten. Das kann eine Entität sein. Ja, Süchte etc. Auch da kannst du mal reinspüren, sind da Entitäten, hat das was damit zu tun oder ist es damit irgendwie connected? Also es gibt wirklich so viele Bereiche, eben dieses Kommunizieren, Kooperieren und Klären. Und dass man sie natürlich empfangen kann. Und das Empfangen finde ich halt auch insofern schön, weil es gibt ja viele beitragende Entitäten. Und wie sehr erlauben wir uns nicht, die zu empfangen und den Beitrag, den sie für uns haben, ob das jetzt Engel sind, die Naturwesen, die Lichtwesen, ja, es gibt so viele großartige Wesen, die uns unterstützen wollen und wie oft vermeiden wir sie oder auch mit der Ansicht, okay, Entitäten sind nur böse und schlecht und furchtbar, schließen wir sie auch schon aus unserem Leben aus, die Beitragenden. Und mit den anderen, da gibt es aber eigentlich Tools und Werkzeuge, um zu lernen, wie du mit ihnen umgehst. Cool. Das Empfangen ist so schön, was du jetzt gerade gesagt hast, weil ich habe mir am Anfang das nicht erlaubt, auch zu empfangen, weil ich einfach nicht wusste, was da alles möglich ist. Und wenn man in dieses Empfangen noch reingeht, das kreiert so viel mehr. Egal jetzt auch von Entitäten, also generell empfangen, aber auch von Entitäten, so wie du gesagt hast, weil es gibt ja nicht nur Nicht-Beitragende, sondern wie viel Beitragende gibt es auch, was einem am Anfang gar nicht bewusst ist. Weil was sagen viele, was sind Entitäten? Ja, sagen dann Geister zum Beispiel. Dann ist man schon wieder in einer Horrorfilmszene drinnen. Ja, aber einfach dieses, okay, ein Wesen ohne Körper, das umfasst, so wie du sagst, alles. Ja, und da geht es nicht nur darum, dass eben schlecht oder gut, das ist auch nur eine Bewertung, sondern eben die beitragenden Entitäten dann einfach auch nutzt für sich, zum Kooperieren zum Beispiel. Ja, genau. Und das ist so schön und das macht das Ganze irgendwie so aufregend. Ja, wow. Also, du würdest keinen Talk to the Entities mehr machen, oder? Nein, natürlich nicht. Ratest doch jeden davon ab. Okay. Definitiv, ja, nicht besuchen. Also wenn Sie Veränderungen wollt in eurem Leben, ja, keinen Doktor, die Entities besuchen. Weißt du, eins möchte ich aber noch sagen, was ich so immer so rausmerke, auch in der Konversation jetzt zwischen uns. Es ist ja auch wirklich dieses, der Kurs ist einfach so ein Gewahrseinsbooster. Du nimmst einfach noch mehr wahr, was um dich herum passiert. Und ich glaube aber, dass viele sich denken oder schlussfolgern dann, oh mein Gott, dann nehme ich ja noch mehr wahr. Ich will ja gar nicht so viel wahrnehmen. Ich will ja gar nicht, weil. Genau, weil die Ansicht, die dahinter ist oder die darunter liegt, ist, dann muss ich aber auch mit all dem umgehen. Dann muss ich mich nonstop damit beschäftigen. Magst du dazu vielleicht irgendetwas sagen, wie du das machst? Bei mir war das am Anfang auch so, weil ich wusste, dass ich viel wahrnehme, aber ich habe mich einfach bewusst davor verschlossen, weil ich ihm gesagt habe, nein, will davon nichts hören und so weiter. Es wird insofern leichter, weil alles, was man wahrnimmt, man muss nichts damit tun. Man muss nicht immer was damit tun. Und dann kommen ja zum Beispiel diese Geschäftszeiten von den Entitäten rein. Also wenn ich habe meine eigenen Geschäftszeiten und wenn ich aber dazwischen irgendwas wahrnehme, wo ich dann sage, ah, nein, Geschäftszeiten sind morgen. Ja, und dann ist aber auch eine Ruhe. Und das ist halt das, was dann so cool ist, weil, so wie du sagst, ich bin dann nicht überladen mit solchen Dingen, sondern ich habe es definiert, zum Beispiel meine Geschäftszeiten, die man mit Entitäten machen kann. Und dann kann man in die Kooperation gehen, ins Klären, wie auch immer, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Und Genau. deswegen war da für mich nie ein Overload da, weil ich eben diese Tools hatte, von denen ich am Anfang noch nie was gehört habe, mit der macht Geschäftszeiten mit den Entitäten. Hä? Das war so. Okay, gut. Erzähl mal mehr. Ja. Also, Das man ist einfach nimmt. ein sehr, sehr cooles Tool, wie man sich einfach organisiert mit Voll. Entitäten, weil du musst dich nicht 24 Stunden mit Entitäten beschäftigen. Na. Genau, kannst du auch noch einmal in der Woche machen. Das Bild, das tust du bestimmen. Genau, Also ja. von dem her. Deswegen war das eben auch cool, weil man eben, auch wenn man viel mehr wahrnimmt, ja, aber wenn man weiß, man muss nicht immer was damit machen oder man hat seine Geschäftszeiten, dann ist das viel, viel leichter. Ja.
Und was du auch noch Cooles gesagt hast, und darauf würde ich auch noch gerne eingehen, weil ich finde, das ist auch so ein wichtiger Aspekt. Viele Menschen glauben, sie haben nichts zu tun mit Entitäten, weil sie Entitäten nicht sehen. Und du hast gesagt, du hast sie mal gesehen, du siehst sie jetzt nicht mehr, aber du nimmst sie extrem stark wahr. Und das ist eben auch etwas, in diesem Kurs geht es nicht darum, dass du sie am Ende des Tages sehen musst, wie in anderen Ausbildungen zum Thema Medium, geistige Welt, wie auch immer diese ganzen Ausbildungen heißen, weil du musst sie nicht sehen. Es reicht, wenn du sie wahrnimmst. Es ist sogar mehr als genug, wenn du sie wahrnimmst. Du musst sie nicht sehen. Und bitte glaub, nicht nur weil du sie nicht siehst, hast du keine Fähigkeiten damit. Bitte kauf das nicht ab, weil das stimmt nicht. Ja? Wir sind alle super wahrnehmend. Und wenn du eben in einen Raum hineingehst, merkst du, ob da irgendwas los ist oder nicht. Du merkst, ob du alleine bist oder nicht. Und du musst es nicht sehen. Und ich finde, das ist so. Diese Doctor, die Entities-Ausbildung macht es dadurch so zugänglich für alle, wirklich für jeden. Nicht nur für die, die schon damit arbeiten oder die sie eben sehen oder wo viel passiert, sondern diese Ausbildung ist wirklich für jeden da. Diese 2,5 Tage, selbst wenn du dir jetzt sagst, ich habe keine Ahnung, was Entitäten sind, ich habe null Erfahrung auf diesem Gebiet, ich kann mir das alles gar nicht vorstellen, ist diese Ausbildung etwas für dich, weil du von abgeholt wirst, dort, wo du gerade stehst und Werkzeuge kriegst, um die Entitäten eben gleich zu empfangen, mit ihnen zu arbeiten, im Sinne von klären, kommunizieren, kooperieren. Und das finde ich so grenzgenial an dem Kurs. Definitiv, ja. Du hast ja auch ein cooles Intro, gell? Im April, wo sich das jeder mal anschauen kann. Ja. Ja, in Wien. Ja, in Wien findet ein Intro statt und auch der komplette Kurs. Also wie funktioniert das? Der komplette Kurs besteht aus dem Intro und aus den 2 Tagen. Das Intro kannst du aber auch nur so besuchen. Du brauchst keine Voraussetzungen dafür. Du kannst einfach zum Introabend kommen, um einfach da mal reinzuschnuppern und zu schauen, was ist das überhaupt. Genau. Wenn du dann den kompletten Kurs machen möchtest, also das Intro plus die 2 Tage, brauchst du einen Exospaß-Kurs als Voraussetzung. Aber du kannst gerne mal schnuppern kommen. Und ja, der Kurs wird in Wien stattfinden. Du wirst mich hosten mit dem Kurs. Ich freue mich schon sehr darauf. Mein erster Talk zu die Entities in Wien. So auch. Wirklich? Ja, ich habe noch nie einen in Wien gemacht. Ich freue mich schon Das mega, wird mega cool. einen in Wien zu machen. Genau. Und anmelden kannst du dich natürlich immer, wie immer, unter sophiecerny.com. Unter Events findest du alle meine Kurse. Genau, wir werden es aber auch noch hier in den Kommentaren verlinken. Wenn es noch eine Sache gibt, die du gerne allen mitgeben möchtest, was wäre das, liebe Carina? Traut euch. Traut euch einfach, ja. Das sage ich immer wieder, wie viele sagen, ja, aber das nehme ich ja nicht wahr. Und doch, wir nehmen so viel mehr wahr, als wir glauben und uns einfach nur verschlossen haben. Weil wir sind alle, so wie du sagst, mit diesen Sinnen, diesen Hellsinnen auf die Welt kommen. Nur wir haben es halt dann nicht weiter trainiert, weil, also bei mir war es zumindest so, meine Eltern wussten nicht, was sie damit anfangen sollen. Sie haben es selber nicht anders gelernt. Und so, ja, und jetzt bin ich halt wieder an dem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, nein, möchte ich jetzt anders? Und jeder kann das wählen, traut es euch einfach. Schaut es euch an. Also wenn sie da, jeder hat schon mal irgendwas mit Identität am Hut gehabt, egal ob das vielleicht in der Wohnung war, dass ein Licht flackert. Ja, könnte schon eine Identität gewesen sein. Ja, also von dem her, wir sind umgeben auch davon, warum nicht einfach in Leichtigkeit auch damit umgehen können und ein Beitrag sein können. Und mit einzubeziehen. Genau. Wow. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank Danke. für deine wunderbaren Worte, für den Beitrag, der du bist. Und ja, schöne Worte. Traut's euch. Ja, traut euch. In diesem Sinne, tschüss.